Ja, hallo liebe Leute, willkommen zum dritten Teil der kleinen Videoserie QAV 250 Rebuild. Ja, ich war sehr fleißig in den letzten Tagen. Ich habe die ganzen Kabel gekürzt, ich habe ein bisschen überlegt, wie ich das alles verlege. Und das Ergebnis, das möchte ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Ich habe die Regler inzwischen verschrumpft. Ich habe sie ein bisschen fixiert mit dieser Spiegeltape. Ich habe Kabelbinder rumgebunden. Und wie man sieht, ist das alles sehr stabil und es hält. Ich habe natürlich die Regler, das war auch schon im letzten Video, habe ich ja an dem Power Distribution Board angeschlossen hier. Ich habe die ganzen Regler an Steuerkabel, also die Signalkabel nach vorne geführt. Leider sind die ein bisschen kurz, also sie könnten ein bisschen länger, was mich ein bisschen nervt. Dieses Kabel, das kann ich nicht hinten um den Poller rumlaufen lassen. Das ist blöd, dann wird es zu kurz. Die sind eh schon zu kurz. Ja, die meiste Arbeit hat das Kürzen der Kabel gemacht. So, dieses Kabel dient zum Messen der Spannung in der NAES, denn die NAES hat eine Spannungsmessung und eine Alarmfunktion drin. Das liegt eigentlich im Prinzip am LiPo an. Also habe ich hier ein 3S-LiPo, dann wird hier die 3S-Spannung gemessen. Habe ich hier ein 4S-LiPo, wird hier die 4S-Spannung gemessen. Ist am Power Distribution Board angeschlossen. Dies Kabel hier, das kann man schlecht sehen hier, ne? Das Kabel, das dient zur Spannungsversorgung für meine NAES 32. Das sind 5 Volt. Und der Rest der Kabel ist einfach die Ansteuerung. Noch nicht angeschlossen ist die ganze Videogeschichte, weil ich die Quad unbedingt erstmal ohne Video testen möchte. Ja, um nochmal einen besseren Eindruck zu bekommen, habe ich mal ein bisschen rangezoomt und werde das Ganze mal so ein bisschen drehen. Dann könnt ihr mal sehen, wie es denn auf meinem QAV so aussieht. Ich finde, der Aufbau und die Verkabelung, das ist recht aufgeräumt, ne? Alle Kabel so kurz wie möglich. Das spart natürlich den Kupfergewicht, obwohl es macht ein paar Zehntel Gramm vielleicht aus. Naja, jedes Gramm ist ein Gramm, ne? Und jedes Gramm macht schon ein bisschen Gewichtsminderung aus. Ja, gar nicht mal so schlecht die Verkabelung, finde ich. Also es ist jedenfalls kein Kabelgewulst auf meinem QAV. Ach ja, die Firma, von denen ich die Motoren habe, die hat mir einen Motor kulanzweise sofort ersetzt. Das ist die Firma, kann ich auch gerne mal nennen, Endfactory aus Hamburg. Also vielen Dank an die Firma Endfactory, die mir diesen Motor schnellstens ersetzt hat. Aber ich glaube, ich werde nicht bei diesen Motoren bleiben. Ja, so sieht das aus. Nochmal ein kleiner Blick von oben. Alle Kabel laufen von hinten über das PDB, über das Power Distribution Board nach vorne hin. Ja, ich finde, das geht so, die Verkabelung. Jetzt kommt mein Hund wieder rein. Mein Hund mit der Tüte kommt rein. Hallo Dala. Okay, jetzt werde ich die NAES anbauen. Na du Nase, bringst du wieder alles durcheinander hier. Mein Hund bringt wieder alles durcheinander. Jetzt werde ich die NAES raufbauen. Und dann werde ich euch das nochmal kurz zeigen, wie das denn so aussieht. So, Mann, fertig zum Testflug. Fehlt nur noch der Deckel. Ja, Verkabelung ist fertig. Die NAES ist aufgebaut. Alle Ansteuerungen für die Motorregler sind hier reingestöppelt. Das Servo hier ist das Servo für den Gimbal. Wie gesagt, ob sich das bewährt, weiß ich noch nicht. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Dieser Stecker ist der Stromanschluss für die NAES, 5 Volt. Meine Antennen habe ich hier. Meine Antennen, das ist der Empfänger vom Empfänger. Ist ein Futaba, habe ich hier rausgeführt. Die werden noch ein bisschen zur Seite gestrapst sozusagen oder gebogen. Habe ich erstmal fixiert mit so kleinen Gummitüllen. Ja, was kann man da sonst dazu sagen? Eigentlich nichts. Das Einzige, was mich nervt, ist dieser Inverter, den man leider für die NAES Revision 5 braucht, wenn man einen S-Bus-Empfänger hat. Aber ich habe ja die Revision 6 und wahrscheinlich werde ich die auch aufbauen, dann entfällt dieses Teil auch. So, nun möchte ich das Ding mal austesten, ob alle Motoren richtig laufen und ob ich auch die Stecker richtig drin habe in der NAES. Und dann können wir nochmal gleich einen Testflug machen. Ja, und auch hier nochmal eine Nahaufnahme, wie das denn jetzt alles so aussieht. So sieht das jetzt aus. Ja, gar nicht so übel, ne?
finde ich. Bin gespannt auf die Gimbal-Funktion, wie sich das fliegt. Ich glaube, das ist ganz komisch. Und ich werde auch keine Ränder mitfliegen natürlich, weil ich das überhaupt noch nicht kann. Ich glaube, das ist zum Rumcruisen gar nicht schlecht. Einfach zum lockeren Rumcruisen. Aber ich werde natürlich berichten, wie sich eine Gimbal-Neigung in der Flightcam oder eine Kameraneigung in der Flightcam bemerkbar macht. Und ob man damit fliegen kann, ob man da nicht mitfliegen kann. Ja, noch mal von der Seite. Ja, der Autofokus will wieder nicht. So sieht das aus. Ein Stecker fehlt noch. Und zwar von meinem Buzzer. Ja, FPV-Geschichte ist noch nicht angeschlossen, die Kamera und der Sender, weil ich das erstmal so testen möchte. So. Kann ich auch mal zeigen, den Buzzer, also den Krachmacher, den habe ich hier eingebaut, oben auf die Deckplatte und der wird dann einfach hier unten reingestöpselt. Das Kabel ist auch noch ein bisschen lang, also ich mit meinen Kabeln, ne? Ja, Leute, so sieht's aus. Finde ich gar nicht mal übel. Kompakt, klasse. Irgendwie gut. Okay. So, okay. Dann wollen wir mal sehen, ob das alles auch irgendwie funktioniert. Das kann noch mal weg. Energie. Dam, dam, Little B-Regler drin. Ja, Motor aus. Motor an. So, das ist jetzt die BL Heli Software. Also Motor erstmal aus. Das ist die BL Heli Software jetzt oder Firmware. Und im Augenblick ist Dampening Light eingestellt. Habt ihr sicher schon mal im Internet gesehen. Die Motoren, die stoppen also auf Schlag. Und man kann sogar Musik damit machen. Irre. Die stehen sofort, die Motoren. Zack. Zack. Ist irre, ne? Ich weiß gar nicht, ob man damit fliegen kann. Ich glaube schon. Ja, okay. Okay, scheint alles zu gehen. So, nochmal kurz Vorstellung des Gimbal-Systems. Ich kann ihn also zum Landen, ja, viele sagen, das ist Käse, braucht man gar nicht. Mag sein, ich möchte es trotzdem mal ausprobieren. Also, man kann ihn zum Landen nach unten klappen und dann wieder zurück in die Horizontale. Oder man kann auch mal nach oben in die Wolken gucken und hier sieht man, dass das Servo nachfedert. Also, das Servo ist nicht gut brauchbar für diese Zwecke. Das sind jetzt einfach fest eingestellte Positionen. Ja, das federt oben nach. Na, immer gut. Und das kann ich im Sender mit den Servo-Endpunkten bestimmen. So, dann hat das Ding ja auch eine Gimbal-Funktion. Das heißt also, wenn der Kopter sich neigt, dann neigt sich das Servo in die entgegengesetzte Richtung. Das kann man hier sehen. Und zwar gleicht die Kamera nicht ganz die Neigung des Kopters aus. Das soll auch so sein. Weil sonst kann man überhaupt nicht mehr beurteilen, ob man, oder wie weit der Kopter nach vorne geneigt ist. Ich finde das eine interessante Geschichte. Jetzt bin ich mit den Flossen da vorne. Und auch die Neigung, wie viel sich das Ding neigt, kann man in der Clean Flight Software bestimmen. So, dann wollen wir mal gucken, ob das Ding auch fliegt. Ja, und wenn euch meine Arbeit gefällt, meine Lieben, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne unterstützen. Für diesen Zweck habe ich auf meiner Seite www.helians.de in der horizontalen Leiste einen Spendenbutton eingerichtet, also einen Spendenbutton für PayPal. Ich sage schon mal vielen Dank und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus dem Heli-Hauptquartier aus Tespe. Bye, bye, euer Heli Ernst.